Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Little Inferno. Ich habe ein Combo vorbereitet, das garantiert wird stimmen und die heisst Schlafende Götzen-Combo. Weil wir brauchen Geld für die Sonne. Psst. Ja, wir können uns die Sonne leisten, sehr geil. Ah, die Götze hätten für mich ein bisschen länger können singen. So, jetzt Miniatursonne. Oh, sie ist so hell, aber geht sie auf oder geht sie unter? 5 Minuten oder 10 Märkli. 10 Märkli. Und ich glaube, jetzt müssen wir fast die Sonnenblume machen. Komm, ah, oh, warte. Ich will da noch warten, bis Feuer ab ist. So, Sonne. Scheiße, sie brennt schon. Sonnenblumen-Kombo. Mal schauen, was sonst noch passiert. Oh. Sonst passiert gerade nichts. Ah, warte. Nein, sie verglüht langsam. Auch der in der Mitte beeindruckt es irgendwie nicht. Dass wir hier Sonne haben. Holy crap! 632. So, jetzt haben wir noch das, was wir noch nicht verbrennt haben. Wo Gravitation soll ändern. Wird wahrscheinlich nur interessant, wenn wir noch andere Sachen gleichzeitig haben, die wir können verbrennen. Ich will jetzt schauen, was passiert. Wartbrief, Wartbrief. Was nur im Münze droppt? Billig. Billig. Wahrscheinlich sehen wir es nur wirklich, wenn wir noch etwas anderes zusätzlich verbrennen. Okay, was haben wir denn da? Es ist Zeit zu gehen. Erinnerst du dich? Einige Dinge sind spezieller als andere. Es gibt 4 Gegenstände. 1, 2, 3, 4. Sie haben etwas Besonderes an sich. Erinnerst du dich? Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Scheiße, aber nicht irgendwie die 4 Gegenstände, die wir ihr geschickt haben. Oder von ihr bekommen haben. Also würde ich mich erinnern. Gibt es doch kein 4er-Kombo? Mann, das können sie nicht ernst meinen, oder? Kleine Hilfe, noch cool. Welche 4 Gegenstände? Also das ist einmal Brille gesehen, die wir ihr geschickt haben. Ich weiss jetzt nicht, ob sie auf die 4 raus ist, aber warte, wo ist die Brille? Ah, im letzten Buch. Brille haben wir ihr geschickt. Was hat sie noch wollen? Die Batterien wählen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier alles geschickt habe. 4 Gegenstände. Eier. Mann, gibt es da nicht irgendeinen Hinweis? Ein Hinweis wäre recht nice. Ah, du hast schon einen Brief. Gut, danke. Ja, da können wir Marken verschwenden. Ah, nochmal ein Brief. 1, 2, 3, 4. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Du hast mir jeden Gegenstand geschickt. Ich musste mich nicht einmal umdrehen. Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Ja, ich weiß, aber... Sag mir doch. Sag mir doch.
welche vier das gesehen sind. Ich weiss brüllen. Ah, warte, wieso ist das silbrig und goldig? Ist das vorher schon so gesehen? Was heisst das, wir haben es benutzt für ein Combo und jeder... Nein, der haben wir auch benutzt für ein Combo. Aber wieso... Hä? Warum ist der goldig und silbrig und so scheiße? Hat die Sonnenbrille jetzt auch eine andere Rangfarbe? Die ist auch goldig. Okay. Du hast mir ihr sicher nichts geschickt, was goldig ist. Oma, Waschmittel. Pille, haben wir Pille? Nein. Oh Mann, wie sehen wir noch wissen, was man geschickt hat? Klötzli, Gentleman. Ich habe keinen Plan, keinen Plan. Vielleicht sollte ich alle Goldige kaufen und zusammen verbrennen. Genau, das machen wir jetzt. Ich tue jetzt alles, was einen goldigen Rand hat, kaufen. Und verbrenne es. Pirat, dann kommt Familienfoto und Blumen. Blumen geht nicht mehr, okay. Das wird ein Riesenfest. Wir kriegen alles in die Mitte. Wir machen das grösste Feuer. Was je hat's geht's. Wenn du nicht mehr weiter weißt, verbrenn einfach alles zusammen. So, also Familienfoto ist das letzte gesehen. Ahoi. Ahoi. Blumen, ich glaube Blumen haben wir ihr auch geschickt. Ja, jawohl, den Kokon sicher nicht, aber den können wir auch verbrennen. So, ich hoffe einfach, dass irgendwie nichts kaputt geht. Ja genau. Oh. So. Oh. Shit, ich hoffe, ich komme noch nach. So, Blumen. Blumen haben wir ihr geschickt. Also Blumen und Brille ist schon mal sicher. Der Rest, keine Ahnung. Vor allem der Hure Teddy. Teddy? Nein! Nein! Scheiße! Scheiße, ich hatte das Feuer nicht wollen starten. Aha, immerhin, Generationen-Kombo haben wir geschafft. Oh, das gibt schön Geld zurück hier. Ein wunderschönes Feuer. Mann, mein Feuer. Ah, ich habe schon viel zu viel Geld. 999. Es geht nicht mehr. So, also. Das ist immer noch geil. Also, Blumen habe ich ihr geschickt, das weiß ich noch. Die Sonnenbrille habe ich ihr geschickt. Ah, warte, alles schöne Sachen sind das doch, oder? Was hat sie noch wählen? Was hat sie noch wählen? Was hat sie noch wählen? Blumen. Sonnenbrille. Haben wir da irgendwas geschickt? Ich will immer die farbigen Eier schicken. Ist egal, ich nehme die farbigen Eier. Da haben wir, glaube ich, nichts. Mann, Meitle, irgendein Hinweis wäre super hilfreich. Das ist doch beschissen. Wie kannst du da nur mich so hängen lassen am Ende? Und wehe, ich müsste alle Kombos haben. Also, warte. Den Filmabend weiss ich zum Beispiel auch immer noch nicht. Ah, warte, nochmal einen Brief, sehr gut. Erinnerst du dich? Die Leuchtkäfer, Leuchtkäfer. Das Glas, Leuchtkäfer. Der Magnet, Leuchtkäfer-Magnet. Der kleine Kammerjäger, Leuchtkäfer, Magnet, Kammerjäger. Und die stylische Sonnenbrille. Sie haben etwas Besonderes an sich, wenn sie alle zusammen erglühen. Erinnerst du dich? Es ist Zeit. Doch keine Blumen geschickt. Und keine farbigen Eier.
Aber nein, ich kann mich nicht erinnern. Gut, dass du mir das jetzt geschrieben hast. Sonst hätte ich da noch alles ewig verbrennt. Also, der Magnet, die Glühwürmchen und der Kammerjäger. Wir werden jetzt verbrennt. 13 Sekunden, 36 Sekunden. Wir können nicht warten, wir haben keine Geduld. Aber was gibt das Besonderes, wenn man die zusammen verbrennt? Und warte, damit es besonders wird, sollte man eigentlich den Kammerjäger... Hey. Jawohl, mach's nicht, du kommst da rüber. Burn! Gib Stoff, Junge! Gib Stoff! Error, Error, Combo, okay, okay. Error, Error. Oh, fuck. Können wir was machen? Ah. Kann die hier oben noch...
Es ist so hell. Bist du noch da? Erinnerst du dich vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns. Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm wie die Umarmung einer fetten Made im Speck. Wir dachten, uns würden die Spielsachen nie ausgehen. Wir dachten, uns würde nie die Zeit ausgehen. Wo ist sie geblieben? Raus, raus aus dem Kamin hinaus. So wie alles andere. Oh, da gibt es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du, ich bin nicht verbrannt? Das Haus brannte nieder und dann bin ich gegangen. Genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meine großartige Bräune. Okay, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Schmatzen. Deine Freundin SP. Scheiße, Mann, meine Initialen sind auch SP. Was geht ab? Ah, oh, sorry. Okay, wir laufen weiter. Und genießen die Atmosphäre wieder. Was sind die, was singen wie geil? Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Bitte. Thank you.
Pförtner, öffne diese Tore! Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erstens, weitere großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Zweitens, Beschwerden und Klagen betreffend Ihres Little Inferno Entertainment Fireplace. Drittens, mit einem unserer Angestellten sprechen. Ich würde gerne mit einem Angestellten sprechen, Mann. 000. Ja, bitte warten. Hallo? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Es sieht so aus, als würdest du mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch im anderen Fenster. In jeder kleinen Pause. Zwischen jedem Wort. Deine Multitasking-Fähigkeiten sind hervorragend. Ja, danke. Ich habe eine Beschwerde, mein Haus ist wieder gebrannt. Ja, danke. Bitte stell uns folgende Unterlagen bereit. Erstens deine alphanumerische Hausratsversicherungsnummer, zweitens deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer, drittens dein Little Inferno Echtzeitzertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Webseite faxen. Ich möchte gerne mehr großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Ja, Tomorrow Corporation, die Zukunft ist Tomorrow. Es steht auch auf unserer Website. Bitte geh dorthin. Ich habe kein Faxgerät. Ich glaube, niemand hat eines. Außerdem ist mein Haus niedergebrannt. Ja, ich werde auf den Fax warten. Danke. Um was geht es in deinem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwellende Arbeit, ein Geheimnis, eine Romanze, eine verbotene Affäre, ein Mord, ein brennendes Herz. Es ist so ziemlich eine Autobiografie. Wie lautet der Titel? Ja, der Titel lautet Rauchwolken über Feuerhausen. Eine spannende Fortsetzung meines letzten Buches, Das grauenvolle Geheimnis. Hey, das kennen wir. Was ist das grauenvolle Geheimnis? Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke der Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Könnte ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist in Aufzug rauf, oh Mann. Okay, danke, auf Wiedersehen. Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. Sehr schön gelöst, das Rätsel. So, was haben wir denn da und alles? Den kennen wir doch auch. Das Fahrrad. Oh. Willkommen. Ah, nein, das ist die andere. Oh, es sieht so kalt da draußen aus. Bist du? Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß?
Du hast Little Inferno Fireplace erfunden? Oh ja. Ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und mollig warm gehalten. Mein Haus ist niedergebrannt. Ja. Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Du siehst aus, als könntest du eine Umarmung vertragen. Oh, erinnerst du dich? Ich habe dir einen Gutschein für eine Gratis-Umarmung geschickt. Vor langer Zeit. Hast du ihn mitgebracht? Nein, ich habe den Gutschein für eine Gratis-Umarmung verbrannt. Oh je, du hast ihn verbrannt? Ich hoffe, er hat dich warm gehalten. Wie lange schneit es schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter, jeden Tag kälter als der vorherige. Ich kann nicht für immer so weitergehen. Oh, aber es ist wunderschön, oder etwa nicht? Was kann nicht für immer andauern? Kannst du das da unten sehen? Schau, so weit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt. Sie verlangsamt sich. Und dann eines Tages wird sie stoppen, eingefroren, wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft. Warum sollten wir nicht etwas dagegen tun? Oh, es ist niemandes Schuld. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen nicht alle fort? Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst nicht zurückgehen. Und du kannst nicht mit mir mitkommen. Was? Du gehst auch fort? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte und zum Grund des Ozeans tauchen wollte und verlorene Städte entdecken wollte und neue Städte erbauen wollte und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst, wirst du auch dein Haus niederbrennen? Oh, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich je erträumt hat? Ich weiß es nicht, aber was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich je erträumt hat? Boah, Schiasle. Größer träumen! Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Verdammt, ist das Andy geil, hey. Wenn er die Hand ausgestreckt hat, Hammer. Aber ich glaube mir. Wir müssen jetzt auch wieder gehen. Wir haben mit Nancy geredet, unser Ziel erreicht. Jetzt gehen wir doch wieder zurück. Und schauen, ob wir. Ah, vielleicht gehen wir am Strand runter zu unserer Freundin. Ja, doch was. Ihr Trula lassen wir weiterschreiben an ihrem Bestseller. Und wir laufen mal weiter.
Alte Wettermann. Wichtige Wettermeldung, ein klarer Horizont, soweit das Auge reicht. Bist du bereit aufzubrechen? Ja, ich bin bereit. Ui, los geht's. Schließe einfach deine Augen, gehe vorwärts und glaube. Wirklich, ich gehe einfach über die Kante dieses großen, gefährlichen Felsen und glaube. Okay, los geht's. Hallo Kind. War nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Und puh, da ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber auf dich allein gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Sorry, ich glaube, verschluckt. Okay, aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen. Und du kannst niemals zurück. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Irgendwie bin ich nicht sicher, weil ich kann. Die andere ist immer am Strand unten. Ja, aber sie ist nicht so hübsch. Ja, okay, ja sicher, ich bin bereit. Wichtige Wettermeldung, die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken, über der Stadt. Gute Nacht. Okay, sieht so aus, als wär's das gesehen mit Little Inferno. Schade, dass ich jetzt die anderen nicht drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt was verpasst zu haben. Obwohl, eigentlich die Wege, die ich gelaufen habe, ja, vielleicht hätte ich nochmal so zurückgehen. Ja, wer weiß das. Wer weiß. Wir lassen sie mal weiterlaufen im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, Little Inferno. Geiles Spiel. Hat mir sehr viel Spass gemacht. Und das Ende hat mir jetzt, glaube ich, völlig weggehauen. Hat die gar nicht erwartet, dass jetzt noch so ein richtig geiles, episches Ende kommt. Allein schon, hey, der Tor geöffnet hat mit diesen im Hintergrund Effekten und wie es alles weggehauen hat, wo die Tragödie gestartet ist, wie die Hand ausstreckt. So geil, so geil. So Ende möchte ich mehr haben für Rätselspiel zum Beispiel. Okay, das ist der Anfang vom Spiel. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt noch was. Aber so fängt's an. Okay, ja, wie gesagt, ich hätte gerne mehr so epische Enden für all die Rätselspiele. Habe ich auch schon oft kritisiert. Ich meine, da ist wirklich super gesehen, man in meinem ganzen Spiel immer wieder ein bisschen Story-Häppchen bekommen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und am Schluss ist es dann abgegangen. Genial. Ich würde es gerade nochmal spielen und ich werde jetzt sicher World of Goo werde ich nochmal anschauen, wo ich vor Jahren mal gespielt habe. Das reizt mich jetzt auch ungemein und ich hoffe, dass das nächste Spiel, das von diesen Entwicklern rauskommt, noch mehr richtig Point and Click geht, so jetzt für den Schluss, weil man sieht, sie haben es drauf, sie können es. Ja, das wäre mein Schlussfazit, so Little Inferno. Ich hoffe, es hat euch auch so genauso viel Spass gemacht mit mir, da zuzuschauen. Und ja, man sieht sich hoffentlich beim nächsten Let's Play wieder. Ich bedanke mich wirklich bei allen, die sich das angeschaut haben. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag. Wo auch immer, welche Zeit, dass ihr das schaut. Vielen Dank und tschüss zusammen.